Bremsen ist nicht so einfach, da ist nicht so viel Haftung, weil da nicht so viel Gummi liegt. Und die schnellste Rennrunde hat im Augenblick Jamie Green absolviert. 1:36.487. Bruno Spengler 1:36.933. Also eine halbe Sekunde langsamer. Und Verbremser von Bernd Schneider ins Heck von Tom Christensen hinein. Und Heinz-Harald Frenzen geht dadurch vorbei an Schneider. Ja, Bernd hatte Überschussgeschwindigkeit in die Arena hinein und hat dann einen Tick zu spät gebremst. Man konnte es sehen, da hat er keine Chance mehr gehabt. Da ist er machtlos. Die Räder blieben stehen, aber das Auto fuhr einfach auf. Jetzt sieht man es. Jetzt sehen wir es. Und bumm. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist bei Schneider kaputt? Ist es nur wenig? Und das ist das Stück, was kaputt ist.